Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. Hallo Jean-Pierre. Ja. Grüß dich. Hi. Herzlich willkommen hier in Ried auf der Custom Show. Mhm. Wie geht's dir? Und mir geht's sehr, sehr gut. Ich sehe super tolle Autos, super lustige Leute und Österreich hat's drauf, sag ich mal. Ja, das ist doch schön zu hören. Wieso gerade ein Autotreffen in Österreich? Die Jungs haben mich eingeladen, ob ich mir mal so ein paar Autos angucke, ob ich meine Meinung abgebe zu verschiedenen Sachen. Da habe ich gesagt, natürlich komme ich. Ich bin auf dem Weg. Nein, also Lo Familia, die ganzen tiefen Autos und sowas, das ist halt für mich schön, diese unterschiedlichen Styles so rauszusehen. Und ich bin Feuer und Flamme. Kein Spaß. Das freut uns zu hören. Hervorragend. Hervorragend. Österreich generell zum Thema. Wie gefällt es dir in Österreich? Es ist für mich total geil zu sehen, wie entspannt hier alles ist. Wie ruhig die alles sind. Es ist alles so entspannt und langsam. Und als Hektiker wie ich ist das natürlich nicht so ganz leicht. Aber eine geile Abwechslung. Leben muss ich hier nicht. Ich glaube, die würden mich erschießen hier nach einer Woche. Konntest du hier auf dieser Messe, du bist ja wahrscheinlich schon ein paar Mal hier rumgelaufen, vielleicht selber ein paar Ideen holen im Gegensatz zu den deutschen Autos? Auf jeden Fall, weil man muss Farbkombinationen oder Farbthemen auf Autos immer live sehen. Ich sitze wirklich oft zu Hause mit so einem Farbfächer und überlege mir das mit dem und das mit dem. Das kann man sich vielleicht grob vorstellen, aber es ist sehr geil zu sehen, was für neue geile Ideen, neue Farbthemen, neue Farbkombinationen hier gezeigt werden, wo man sich das denkt, wenn man das sieht. Oh ja, doch, das funktioniert ganz gut und hätte ich nicht gedacht. So generell die Vergleiche. Deutschland-Tuning, Österreich-Tuning, irgendwelche gravierenden Sachen, wo du sagst, das habe ich schon gemerkt? Ja, die Style-Unterschiede sind auf jeden Fall da. Man kann selbst in Deutschland in verschiedenen, also Berlin läuft ganz anders ab als im Ruhrpott. Und Ruhrpott und unten Münchener Raum und sowas, das ist alles total unterschiedlich. Und der Style hier gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss wirklich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir das ins Ruhrgebiet kriegen würden. Nur ich weiß nicht, ob der Mut bei allen Jungs da ist, das wirklich zu machen. Also ich werde viel, viel machen. Mein neues Projekt, also Golf 7 GTI, werde ich, keinen Spaß, ganz viele Einflüsse von der Veranstaltung mitnehmen. Und das wird ganz stark in diese Richtung hier gehen, wie das hier aussieht. Gibt es irgendwas Spezielles, was du vielleicht, wo man sagen kann, okay, das Auto hat mich jetzt doch am meisten inspiriert, was du vielleicht auch an deinem Golf 7 Projekt vielleicht irgendwie mit reinnimmst? Also ich habe gerade eben gesehen, du standst draußen bei diesem Hulk vs. Spider-Man, ganz entspannt, hast du dir das mal angeguckt? Ja, ich meine, ich bin privat ein ganz schlimmer Marvel-Fan, also das ist schon peinlich schlimm. Ich habe zu Hause einen originalen Iron Man stehen und das ist, hat auch nicht jeder. Und da muss auch schon einer in der Klatsche haben, das zu machen. Iron Man und das ganze Marvel-Thema ist halt super geil und auch Comic und auch Digitaldruck aufs Auto kriegen passend. Ne, dieses Japan-Drift-Style, dass du da so eine Manga-Figur drauf hast, das weiß ich nicht, ob das so pfiffig ist. Aber diese Comic-Geschichte aufs Dach zu machen, als wie in so einem Comic-Heft so ein ganzer Teil, das ist halt wirklich mal mutig und passend auf dem Auto. Okay, dazu dem Thema Lack oder Folie? Lack. Also, der ist gut. Der ist gut. Lack oder Folie? Es gibt manche Sachen, die mit Folie sehr gut gehen, wo Folie auch einen großen Vorteil hat und das auch wirklich ganz schick aussieht. Aber eine Hochwertigkeit, eine Tiefe im Lack oder auf einem Auto geht nur mit Lack. Wenn wir dann den Weißen angucken, wenn wir das angucken, selbst das hat alles viel mehr Wertigkeit mit Lack, weil es einfach viel facettenreicher ist. Die Folie, du merkst, dass die Folie einfach ein paar Mühe dick ist und dann ist der ganze Effekt vorbei. Du kriegst keinen Effekt rein. Okay, private Frage, wie bist du zu dem ganzen Tuning gekommen, die ganze Szene? Ich bin ziemlich bescheuert. Ja, nein. Wer nicht in dieser Szene, ja. Ja. Nein, es ging so los, ich habe Automobilkaufmann bei Porsche gelernt und bin damals auch schon relativ früh Motorsport gefahren und sowas und mich haben einfach manche technischen Detaillösungen, manche technischen Sachen gestört. Und dann habe ich einfach angefangen, das kann nicht sein, dass ich zu ihm hingehe und er kann mir diesen Wunsch nicht erfüllen. Da war einfach das Bedürfnis da, dass ich das selber, ich möchte es einfach besser machen, möchte es haben. Habe mich in die Garage gestellt, habe meinen Nissan 350Z-Motor ausgebaut, auseinandergebaut und einfach wieder zusammengebaut. Und in dem Moment, wo ich den Schlüssel umgedreht habe und der Motor lief, dann ist passiert. Da habe ich mir gedacht, okay, scheint schon mal kein Zauberwerk zu sein, das kann wohl doch fast jeder. Und dann kam auch dieser Punkt der Modifikation noch immer mehr. Und somit hat sich halt, also Motorenbau ist absolut zu 90% mein Hauptaugenmerk. Deswegen ist es für mich auch schön, hier zu sein, um viele
Eindrücke und Impressionen zu bekommen über Fahrwerk, Tiefe. Für mich ist ein Fahrwerk immer nur Motorsport. Aber es ist ein sehr großer Kult drumherum, den ich selten sehe so im Ruhrgebiet. Und hier ist es in Perfektion ausgelegt. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Interview. Ja, bitte. Letzte Frage noch. Wie fandst du die Messe generell? Aufbau, Organisation? Ich fand es wirklich ganz eigenen Charme und zwar sehr organisiert und sehr familiär und sehr zusammenkommend. Ist zum Beispiel so, wenn man oft auf Messen ist, dass man so eine kleine Hemmschwelle hat, mit jemandem zu reden. Das ist hier gar nicht so. Es wirkt so, als ob man sich trifft, obwohl man vielleicht sich nicht kennt. Aber man kann mit jedem reden, es ist total offen und total zugänglich. Da gibt es manche andere Messen, die sind viel verschlossener. Okay. Sehr, sehr angenehm, sehr gut, kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Das ist wunderbar, hervorragend. Ich sag vielen Dank für das Interview. Gerne, gerne. Ja, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.